Wahl zur Volkskammer der DDR ist vorüber. Mein Partner in der Reihe zur Person ist jetzt Hans Modrow, Ministerpräsident der DDR während der Übergangszeit, Nothelfer in schwieriger Lage. Zur Person Hans Modrow, der Mann, der das Regierungsamt aufgibt, aber weiter in der Politik sein wird. Herr amtierender Ministerpräsident, können Sie Ihre Empfindungen, die persönlichen wie die politischen, nach der Volkskammerwahl des 18. März beschreiben? Die persönlichen, es geht ein Abschnitt in meinem politischen Wirken zu Ende, auf den ich eingestellt war. Denn der 18. März war der Termin, den ich selber beeinflusst habe, wo ich dafür war, dass Wahlen stattfinden. Und damit ist sozusagen ein Zeitmaß gesetzt. Die politischen Überlegungen, wenn ich das Wahlergebnis meiner Partei, der PDS, sehe, würde ich sagen, wir haben erreicht, was möglich war. Wir haben uns darum bemüht. Und was andere Fragen anbetrifft, hier, glaube ich, liegt eine Situation vor uns, die noch viel Analyse, viel Überlegen erfordert. Sagen Sie mal, brauchen Sie viel Schlaf und haben Sie den gekriegt in den letzten Monaten? Eigentlich brauche ich nicht viel Schlaf, aber es war zu wenig. Man hätte ein wenig mehr gebraucht. Haben Sie abgenommen? Ich habe abgenommen gehabt zunächst von, ich hatte 79 Kilo, war auf 73 runter, bin jetzt etwa wieder so zwischen 74 und 75 angekommen. Was hat Ihre Frau gesagt, wenn Sie sie gesehen haben in diesen Wochen? Nun, wir haben natürlich eine Phase gehabt, wo ich 3 Monate in Berlin alleine in einem Hotelzimmer lebte. Da waren wir froh, wenn mal ein Wochenende, 2 sind es in der ganzen Zeit gewesen, wo wir uns in Dresden treffen konnten und das andere dann hier in Berlin. Naja, Sorge war aber kein Mitleid, sondern ein gutes Empfinden, was man nach 40 Jahren Ehe dann füreinander hat. Wann haben Sie morgens angefangen zu arbeiten? Ich bin stets um 7.30 Uhr im Büro gewesen. Hans Modrow, Ministerpräsident der Deutschen Demokratischen Republik seit dem 13. November 1989, Regierungschef eines Landes im Transit, Nothelfer für eine Übergangszeit. Modrow, ein Objekt künftiger Geschichtsschreibung. Die DDR steuert auf eine Vereinigung mit der Bundesrepublik zu oder auch auf ihren Anschluss an die reichen Vettern. Wann haben Sie erkannt, Herr Modrow, dass eine noch für geraume Zeit, für Jahre andauernde Eigenstaatlichkeit der DDR verloren war? Sie wissen, dass ich in meiner Regierungserklärung dieses Wort von der Vertragsgemeinschaft aufgenommen und geprägt habe. Da war natürlich die Vorstellung, dass es um einen längeren Zeitabschnitt gehen wird. Und es ist nicht unbekannt, dass ich dann Ende Januar in die Sowjetunion gereist bin. Und in dieser Phase habe ich erkannt und begriffen, dass es notwendig ist, zu einem neuen Konzept zu finden. Und das war eigentlich die Phase, in der mir das bewusst wurde. Und so erklärt sich auch dann meine Initiative für Deutschland eigentlich Vaterland. Warum ist es Ihnen im Januar bewusst geworden? War das Folge der Entwicklung in der DDR, dass das Tempo immer schneller wurde? War es Folge der Gespräche in Moskau? Was hat für Sie den Anstoß gegeben, über die Vertragsgemeinschaft hinaus die Vereinigung der beiden Staaten relativ bald anzustreben? Es sind, glaube ich, mehrere Faktoren. Der erste, wenn man die Phase dieser Entwicklung in sich aufnahm, nach Mitte November war klar, alles, was wir, und das muss man so offen aussprechen, uns mal eingebildet haben, über die Möglichkeit der Herausbildung einer eigenen DDR-Nation, das zeigte sich, ist nicht vollzogen. Es ist eine Nation geblieben und damit ist auch die Frage einer Zweistaatlichkeit keine weitreichende Perspektive. Das war der eine Fakt, den ich begriff. Das zweite, es war natürlich auch nicht zu übersehen, dass insbesondere im Süden des Landes, in Leipzig, aber auch anderswo, die Frage nach der Vereinigung der beiden Staaten gestellt war. Und das Dritte, ich bin in die Sowjetunion gereist, nicht um dort erst zu hören, sondern um auch selber Standpunkte zu diskutieren. Und daraus erwuchs diese Initiative, die nicht gewachsen war, um jemanden vorwegzulaufen, sondern die entstanden war, um wirklich Verantwortung zu übernehmen in einem Prozess,
wo Europa von uns, den Deutschen, erwartete, das wirklich schrittweise und mit einem Konzept, das Frieden, Vertrauen zu diesem Vereinigungsprozess schaffen konnte, hier die Frage der Vereinigung anzugehen und zu lösen. Aber ist Gorbatschow nicht ebenso wie Sie und fast alle anderen Politiker in Europa gegenüber der Entwicklung in den beiden deutschen Staaten, vor allem in der DDR, denn das Interesse an der Vereinigung ist ohne Frage nach meinem Eindruck in der DDR sehr viel stärker als in der Bundesrepublik, ist nicht den Politikern die Entwicklung einfach aus dem Ruder gelaufen? In einem gewissen Umfang ja, aber ich muss Ihnen sagen, für mich war natürlich, ich will es ruhig so sagen, verblüffend, als ich diese Begegnung in Moskau mit Michail Sergejewitsch Gorbatschow hatte, gab es nicht eine Pressekonferenz danach, sondern es gab zunächst die Frage an ihn, bevor wir in das Gespräch gegangen sind, wie er die Frage einer Vereinigung sieht. Und dort hat Gorbatschow gesagt, das wird Sache der Deutschen selber sein. Die Sowjetunion würde einem solchen Schritt nicht im Weg stehen, wenn er sich unter Beachtung europäischer Friedensinteressen vollzieht. Also es war bereits im Vorfeld zu erkennen, dass auf sowjetischer Seite dieses Gespräch auch mit Überlegungen vorbereitet war. Derzeit, so scheint es mir, nach der Volkskammerwahl, nach dem Ergebnis der Volkskammerwahl, besteht doch das Problem darin, dass das Tempo der innerdeutschen Entwicklung, also das Tempo in den beiden deutschen Staaten, nicht synchron ist mit der außenpolitischen Regelung der deutschen Frage. Die außenpolitische Regelung der deutschen Frage ist weithin noch offen. Das Tempo der innerstaatlichen Vereinigung ist atemberaubend schnell. Haben Sie eine Vorstellung, was die vier Siegermächte oder die Sowjetunion noch tun kann, um wieder die Synchronisierung der innerdeutschen Entwicklung und der außenpolitischen Regelung der deutschen Frage herbeizuführen? Zunächst möchte ich sagen, nicht kann, sondern ich würde sagen, sie müssen. Sie müssen, weil die vier Siegermächte natürlich die Interessen Europas im Auge haben müssen, internationale Interessen. Denn alles, was ich in den letzten Wochen persönlich erlebte, war, dass unter unseren Nachbarn, und ich habe bekanntlich Gespräche in Polen geführt, ich hatte eine Begegnung mit dem Präsidenten Frankreichs, mit Herrn Mitterrand, überall war zu spüren, man erwartet, dass der Prozess synchron verlaufen soll. Aber er tut es nicht. Aber er tut es nicht. Daher war auch im letzten Gespräch mit Michail Sergejewitsch Gorbatschow von meiner Seite die dringlichste Bitte, hier auch im Zusammenwirken über 4+2 und über gründlichere Arbeit aus dem Diskussionsstand über ein Helsinki 2 herauszukommen, um in Konstruktivität miteinander zu gehen. Herr Modrow, Sie sprechen wie das, was Sie sind. Sie sprechen als Politiker. Kann es einem Politiker passieren, dass er die Achseln zucken muss und sagen, ich kann die Entwicklung nicht mehr steuern? Ja, das kann Ihnen passieren. Kann es sein, dass es derzeit den europäischen Politikern mit der deutschen Frage so geht? Ja, weil nach meinem Eindruck Sie selber ein zu geringes Konzept für diesen Prozess haben und die Meinungen unterschiedlich sind und auseinanderlaufen. Selbst das, was sich ja in Prag zwischen den Außenministern der RGW-Staaten, des Warschauer Vertrages, vollzogen hat, ist natürlich auch ein Ausdruck dafür, dass dieser Prozess schneller läuft. Zweimal haben Sie Bundeskanzler Kohl offiziell getroffen. Ende Dezember 89 in Dresden und Mitte Februar dieses Jahres in Bonn. Nach Hause gebracht haben Sie davon wenig. Hat Helmut Kohl Sie im Regen stehen gelassen? Hat er Sie im Stich gelassen, verglichen mit dem, was er in Dresden als Solidarbeitrag noch angekündigt hatte? Oder hatte er ihn gar nicht angekündigt? War das nun wieder von Ihnen ein bisschen überbetont? Hat Kohl Sie im Stich gelassen, weil er im Wahlkampf der DDR-Regierung nicht mehr helfen wollte? Zunächst in Dresden ging die Diskussion über den Lastenausgleich ja oder nein. Das war meine Formulierung.
Und die Solidarhilfe war konkret die von Herrn Kohl auf der Pressekonferenz. Ja. Es ist also sein Begriff und das war sein Wort. Und wenn Sie sagen, im Regen stehen lassen, dann hat er nicht Motor im Regen stehen lassen, sondern hat im Prinzip die Bürger der DDR im Regen stehen lassen und hat versucht, das alles für den Wahlkampf zu nutzen, um zu sagen, und danach werdet ihr es bekommen. Können Sie als Politiker insgeheim verstehen, dass Kohl mitten im Wahlkampf nach einem solchen Konzept gehandelt hat? Nein, ich kann es aus folgendem Grunde nicht verstehen. Ich bin während meiner gesamten Regierungszeit, und ich wusste, dass sie eine kurze sein wird, immer von nationaler Verantwortung ausgegangen. Und bei Herrn Kohl hatte ich immer das Gefühl, dass am Ende Wahlkampfkonzepte vor wirklicher nationaler Verantwortung standen. Haben Sie sich als Bittsteller gefühlt in Bonn? Nein, als Bittsteller nicht, weil ich glaube, die Bürger der DDR haben auch ein Recht darauf, eindeutig und klar, solche, ich möchte es ruhig sagen, Forderungen zu stellen. Und dass wir über diese Phase hinweggekommen sind, ohne einen Solidarbeitrag, spricht für den Fleiß, die Verantwortung der Bürger dieses Landes. Wie haben Sie sich behandelt gefühlt in Bonn? Keinesfalls in einer Art wie eigentlich Politiker, die gemeinsam empfinden, dass große Verantwortung für unsere Nation und hier meine ich für die gemeinsame, die Nation, in der die Bürger der DDR und der Bundesrepublik leben, dass das nicht deutlich und eindeutig klar gemeinsam getragen war. Und ich will hier an eine Sache ruhig anknüpfen. Herr Eppelmann sagte in dem Gespräch, die Feindbilder haben wir zu Hause abgebaut, wenn Herr Modrow und Herr Eppelmann in einer Regierung sind. Aber das Empfinden von Seiten der Medien der Bundesrepublik, und er ging nicht so weit, auch in der Art der Behandlung anderer, dort blieben sie offensichtlich noch nicht so abgebaut, wie es eigentlich beim Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten nun für die Zukunft notwendig ist. Glauben Sie, dass nach dem vorliegenden Wahlergebnis der Volkskammerwahl eine solche Polarisierung sich jetzt abbauen wird? Oder ist das Ergebnis eher so, dass Sie weitere Polarisierung in Deutschland erwarten? Ich glaube, man muss sie erwarten. Und zugleich ist es natürlich ein Ergebnis, was man in einer Demokratie zu akzeptieren hat. Modrow, die Geschichtsquelle. Herr Modrow, wie war das mit dem Fall der Berliner Mauer am Abend des 9. November 1989? Ich will in Erinnerung rufen, Politbüromitglied Schabowski, damals hatte die SED noch ein Politbüro und Sie waren in das Erneuerte gerade hineingehievt worden. Schabowski teilte den Fall der Mauer ganz beiläufig, wie selbstverständlich, am Rande einer Pressekonferenz mit. Keine Vorankündigung, keine rechtzeitige Unterrichtung der Grenzposten, wie man hört, alles sozusagen im Handstreich. Was war geschehen? Rechnete die damalige Führung mit Aufruhr, dem sie zuvorkommen wollte, durch Ventilöffnung, oder erhoffte sie sich durch das Unvermittelte ein emotionales Bündnis mit dem Volk? Was war am 9. November 1989 der Anlass, beiläufig mitzuteilen, die Mauer ist offen? Den gesamten inneren Prozess kann ich Ihnen in Details hier nicht wiedergeben, weil er erwachsen ist, nach meinem Eindruck, aus all den Ereignissen, die damals in Ungarn im Sommer vor sich gingen, die Situation der Bewegung über Prag. Und es war bekannt, dass beide Länder nicht mehr bereit waren, sozusagen dieses Problem auf ihrem Buckel austragen zu lassen. Man stand also in einer konzeptionslosen Lage. Und das, was an Entscheidungen getroffen wurde, ist nach meinem Eindruck gewissermaßen aus der Panik entstanden, nicht aus einem wirklichen Konzept. Wie haben Sie davon erfahren, dass die Mauer offen ist? Nun, es war ja an diesem Tag noch eine Tagung des damaligen Zentralkomitees. Und an dem Abend wurde dann mitgeteilt, es ist so entschieden und es wird in dieser Weise verfahren. Sie sagen, es war eine Panikentscheidung. So ist es. Und ich selber habe, wenn Sie... Haben Sie an ihr mitgewirkt? Ich habe nicht an ihr mitgewirkt, sondern ich habe sie erlebt. Denn zu dem Zeitpunkt war ich in keiner Verantwortung, die mich in irgendeiner Weise einbezog. Aber ich habe den Abend, wenn ich es hier sagen kann, mit einem Erlebnis in Erinnerung. Ich ging abends spät aus dem Gebäude
dieses damaligen Zentralkomitees in mein Hotel. Und abends traf ich einen Jungen, ich schätze, er war vielleicht 17, 18 Jahre. Und da fragte er mir, ob ich davon gehört habe, dass die Grenzen offen sind. Daraufhin habe ich ihn gefragt, na, und warum interessiert es? Na ja, sagt er, ich wollte eigentlich weg, aber dann bin ich doch nicht weg und vielleicht werde ich es jetzt tun. Und ich fragte, warum? Ja, mit den Eltern verstehe ich mich nicht. Und Vater und Mutter haben wenig Verständnis für meine Probleme. Na, in der Unterhaltung fragte ich dann, wie heißt du denn? Wie alt bist du denn? Und dann sagt er, nur wenn Sie meinen Namen wissen wollen, na, dann möchte ich auch Ihren wissen. Und ich sagte, ich heiße Hans Modrow. Worauf er dann sagte, ach so, dann sind Sie wohl der Dresdner Oppositionelle. Es ist eine wie bestellte, aber sie ist nicht bestellt. Ich kannte die Geschichte nicht. Dies ist eine wie bestellte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ich gehe ein paar Wochen weiter zurück in der Wende der DDR. In den Oktober vergangenen Jahres. Honecker und die Seinen kämpften ums politische Überleben. Die Demonstrationen gegen das Regime wurden massiver, auch in Dresden, wo sie als erster Parteisekretär der SED für den Bezirk vom System her die oberste politische Führung innehatten. Einerseits harter Polizei- und Stasi-Einsatz gegen Demonstranten, andererseits Versuche zur gewaltloser Verständigung. Von einigen wird ihre verantwortliche Mitwirkung an den Knüppeleien hervorgehoben. Andere nehmen sie dagegen in Schutz und betonen Modrows vermittelndes, dämpfendes Wirken. Akteneinsicht war mir bei der Vorbereitung des Interviews nicht möglich. Geben Sie mir bitte Ihre Darstellung Ihrer Verstrickungen, Fehler oder Ihres Wohlverhaltens und richtigen Verhaltens in jener Zeit in Dresden, Herr Modrow. Ihre Darstellung. Es sind, wie Sie sagen, Fehler, es sind Verstrickungen, es sind aber vor allem von vornherein stets Überlegung gewesen, wie erreicht man eine Gewaltlosigkeit. Von wann an waren das Überlegungen? Fehler beginnen da, wo in verantwortungsloser Weise entschieden wurde, Züge durch Dresden fahren zu lassen, die aus Prag kamen. Das waren die Flüchtlingszüge aus Prag. Das waren die, die aus Prag kamen. Und es war im Prinzip eine Paniksituation, dass Tausende auf diesen Bahnsteig wollten. Das Bahnhofsgebäude hat Schaden genommen. Menschen standen in einer Situation, dass Gefährlichstes Erwachsenen entstehen konnte. Wer hatte entschieden, dass die Züge nicht um Städte herumgeleitet, sondern durch Dresden durchgeleitet würden? Ich habe zu dem Zeitpunkt mit dem Minister für Verkehrswesen telefoniert, mit Otto Arndt, der damalige. Ich habe ihn gebeten, das zu ändern, es so nicht geschehen zu lassen. Und er erklärte mir, er habe Aufträge, die ihn nicht ermöglichen, noch eine Änderung herbeizuführen. Halten Sie für möglich, das wird gelegentlich gesagt, dass Ihre Gegner im Politbüro der SED, die, für die Sie der Oppositionelle aus Dresden waren, wie der junge Mann, den Sie getroffen haben am Tag, als die Mauer fiel, halten Sie für möglich, dass man Ihnen Schwierigkeiten machen wollte in der Spitze des Landes? Es kann das eine sein und ich schließe das nicht aus. Und das war das andere, diese bornierte Haltung. Man müsse über einen bestimmten Teil des Territoriums der DDR fahren, damit der DDR-Bürger seine Ausweispapiere abgibt, damit er dann nicht mehr in der Bundesrepublik als ein solcher erscheint. Kommen wir zurück zu meiner Grundfrage. Verstrickungen in die Verantwortlichkeit auch für den Knüppeleinsatz von Hans Modrow, ja oder nein? Nein, weil ich in keiner Weise in Befehlsstrukturen dieser Art eingegriffen habe, auch nicht einbezogen war. Das sind Dinge, die entschieden wurden, immer in den Bereichen und den Strukturen, die dafür, ob es die Polizei war, ob es andere Kräfte, die zum Einsatz kamen, waren. Damit habe ich in keiner Weise irgendwelche Weisungen und Anweisungen, Befehle gegeben, denn das ist überhaupt nicht meine Möglichkeit, meine Verantwortung gewesen. Und ich war nie Polizeioffizier, sondern ich bin immer Herr Modrow, in politischer Verantwortung gewesen. Wie ich das gesagt habe, bei der Vorbereitung dieses Interviews, dieses nur bis zu einem gewissen Grad überprüfen. Ich frage Sie jetzt, das Selbstzeugnis, das Sie sich jetzt ausgestellt haben, zu dem werden Sie stehen? Zu dem Zeugnis werde ich stehen und zugleich weiß ich, dass natürlich politische Beratungen durchgeführt wurden, Einschätzungen, wo wir die Lage beurteilt haben, Telegramme, die ich nach Berlin geschickt habe, um auf diese Lage aufmerksam zu machen. Und wenn man den genauen Ablauf nimmt, es war zum ersten Mal in Dresden die Entscheidung,
dass es zur Gewaltlosigkeit geht. Berghofer war angesprochen von den Herren der Kirche, den mir gut bekannten Bischof Hempel, von Superintendent Ziemer. Und wir waren uns beide einig, dass wir die Herren der Kirche bitten, Gespräche mit jenen jungen Leuten aufzunehmen, die auf der Prager Straße saßen. Und es ist daraus die Gruppe der 20 entstanden, ja, zu einem frühen Zeitpunkt. Und sie wurden einbezogen in das Leben der Stadtverordnetenversammlung. Und damit vollzog sich auch dieser Übergang, nicht nur der Gewaltlosigkeit, sondern auch einer demokratischen Einbindung. Am 18. Oktober trat Erich Honecker von allen Partei- und Staatsfunktionen zurück. Es gibt inzwischen manche Berichte über Honeckers Entmachtung. Wie erfolgte diese Entmachtung nach Ihrer Erinnerung, Herr Modrow? Ich würde zunächst sagen, Entmachtung ist richtig, aber Sturz wäre falsch. Denn wie war der Prozess? Es gab die bekannte Erklärung des Politbüros, die am 10. und 11. beraten wurde. Eine, ich möchte heute sagen, sehr klägliche Erklärung, fern und weit weg von dem, um was es eigentlich ging. Und es gab am 12. eine Beratung des Sekretariats des ZK mit den ersten Bezirkssekretären. Nachdem Honecker seine Darlegung gemacht hatte, war ich der Erste, der das Wort ergriffen hat. Und da ja auch, wie Schabowski und andere, unter den ersten Bezirkssekretären Mitglieder dieses damaligen Politbüros war, war meine erste Frage, ob das, was Herr Honecker uns dargelegt hat, das Ergebnis von zweitägiger Beratung sei. Es ist fern von der eigentlichen Situation. Und als ich dann begann, meinen Standpunkt darzulegen, wurde ich von Honecker unterbrochen mit der Bemerkung, das seien Plattformen, die ich dort darlege. Ich habe mich wohl mit einer Plattform auf diese Beratung vorbereitet. Er unterstellte eine Fraktionsbildung. Er unterstellte mir das. Ich muss sagen, dass dann Chemnitzer und Jahn auch mit sehr grundsätzlichen Wertungen zur Lage auftraten. Alle anderen waren gemäßigt, auch einige, die gegen meine Haltung auftraten. Aber offensichtlich war das der Ausgangspunkt, um dann in einer nachfolgenden Sitzung des Politbüros, wo nach meiner Kenntnis Honecker das nicht auswertete, Grenzstoff und zwei, drei andere die Frage an ihn stellten, warum ist hier nicht offen gesagt, was eigentlich in dieser Beratung vor sich gegangen ist. Und Stoff war es dann, der Honecker aufforderte, zurückzutreten. Es war also kein Sturz, sondern der Versuch, nochmal einen Übergang zu schaffen und zu gestalten. Was war das Erzübel des alten Regimes, dem Sie lange gedient haben? Wir werden darauf kommen. Was war das Erzübel? Ich glaube, das Erzübel bestand darin, dass Menschen von zunächst, dass wir vieles übernommen haben, was man heute mit Recht als Stalinismus, als stalinistische Züge bezeichnet. Und was ich vor allem in den nachfolgenden Wochen zu all diesen Dingen empfunden habe, es ist in der Tat so, man hat auch Recht und Gesetz vor allem für sich nicht gefragt. Denn die Dinge, die man heute insbesondere auch bei all den Untersuchungen zum Vorwurf macht, zeigen, dass man eigentlich kein Recht und kein Gesetz festgelegt hat, an dem man selber gebunden war, wenn es um das eigene geht. Diesen Teil in der Tiefe erst, nachdem ich selber Verantwortung nach der Wende getragen habe. In der anderen Art habe ich es natürlich, und das ist nicht die Frage von Recht und Gesetz, das ist die Frage von Leben und Lebenshaltung. Da habe ich lange gemerkt, dass die Herren zu dem, was im Lande vor sich geht, keinerlei Beziehungen besaßen. Und ich merkte es an Berichten, die ich monatlich zu schreiben hatte, dass meine Betrachtungsweise offensichtlich in einer anderen Welt existierte als jene, die man oben in dem damaligen Politbüro besaß. Ich komme noch mal darauf zurück, aber ich will es jetzt an der Stelle schon einmal fragen. Haben Sie in diesen Jahren, Sie waren seit 1973 der erste Parteisekretär der SED im Bezirk Dresden, haben Sie in diesen Jahren, in denen Sie einen immer größeren Abstand zwischen der Realität und dem, was die Parteispitze, das Politbüro davon wahrnahm, haben Sie jemals daran gedacht, einen Rücktritt, wie immer der sich hätte abspielen können im System, zu vollziehen, zu sagen, damit will ich nichts zu tun haben und ändern kann ich es nicht? Es ist so, gute Freunde wissen, dass mein Slogan in der Zeit war,
als Botschafter in der Mongolei könnte man eventuell noch tätig sein. Das heißt, ich wusste, dass ich immer in einer Situation lebe, insbesondere seit Beginn der 80er Jahre, aber ich kann auch ein genaues Datum sagen, seit dem 25. Januar 1985, dass ich praktisch in einer Situation lebe und mich befinde, wo ich bestenfalls mithelfen kann, Schaden abzuwenden, mit dafür zu wirken, dass Sinn zum Realismus irgendwo mit durchgekämpft werden kann. Und das war dann eigentlich meine Haltung. Wen diene ich mit Kapitulieren und mit Weggehen? Gibt es eine Möglichkeit und eine Chance, vielleicht doch etwas auch in Verantwortung zu erreichen? Erklären Sie bitte das Datum vom 25. Januar 1985. Das war eine Sitzung im Zentralkomitee des Sekretariats und ich hatte eine Vorlage eingebracht, die sich auf den Wiederaufbau des Dresdner Schlosses bezog. Man hatte mich vorher gewarnt, was ich mit dieser Vorlage eigentlich will. Man möchte sie nicht haben und ich habe gesagt, wenn die Oper aufgebaut ist, dann muss es in Dresden auch im Aufbau historischer Gebäude weitergehen und ich kann nicht danach fragen, ob es gefällt oder nicht gefällt. Dieses Schloss ist mir dann auch häufig nachfolgend vorgehalten worden. Und als ich sagte, danke, dass man eine solche Vorlage vorlegen darf, sagte Honecker, da warte noch mal mit. Und dann gab es eine Auseinandersetzung darüber, was ich eigentlich an Vielfalt von Ideen und Überlegungen habe und dass man mit dem, was es auf diesem Gebiet bei mir an notwendigen Veränderungen gab, sich dann nicht einverstanden zeigte. Und damit war klar, die Auseinandersetzungen werden beginnen. Zur Person, Hans Modrow. Es gibt eine Unklarheit in den Unterlagen. Zum einen steht geschrieben, Ihr Vater sei Arbeiter gewesen, was kleidsam für einen SED-Lebenslauf ist. Zum anderen heißt es, Ihr Elternhaus habe zum Mittelstand gehört, Ihr Vater sei Bäckermeister gewesen. Also Arbeiter oder Bäckermeister? Nun, der Vater hat eigentlich drei Phasen in seinem Leben. Und die erste ist die allerwichtigste. Er war Seemann, und zwar mit Beginn sozusagen des Jahrhunderts. Stolz war, dass er 6-mal um Kap Horn gesegelt ist. Und im Ersten Weltkrieg ist er mit einem Vorpostenboot untergegangen. Das Schiff ging unter und er war mehrere Stunden im eiskalten Wasser und war damit nicht mehr in der Lage, diesen Beruf auszuüben. Er hat Bäcker gelernt, er war auch Bäckermeister. Ich bin also geboren noch in der Familie, wo er Bäckermeister war. Dann ging er pleite mit der Krise Ende der 20er Jahre. Und groß geworden bin ich dann in einer Arbeiterfamilie. Er arbeitete in Stettin in einer Adrema-Abteilung. Und das war dann sozusagen meine Kindheit. Hans Modrow, geboren am 27. Januar 1928 im heute polnischen Jasenitz, Kreis Ueckermünde, nahe dem Stettiner Haff. Nach der Volksschule haben Sie Maschinenschlosser gelernt. War Ihr Elternhaus politisch geprägt oder war es eher bestimmt von dem verständlichen Bestreben, möglichst Distanz zu halten zur Politik, um glatt, unauffällig, ungeschoren durchs Leben zu kommen? Nein, es war, wenn ich die Biografie meines Vaters nehme, ein Schritt, dass er eigentlich zeitig dieser NSDAP beigetreten ist. Aber wenn ich das Leben selber in der Familie betrachte, er sah sich daran eigentlich nicht gebunden. Und in den letzten Jahren, vor allem in den Jahren des Krieges, war er eigentlich nie ein Treuer auf dieser Seite, sondern dort wollte er ein Ungebundener sein. Und er hat eine letzte Phase in seiner Arbeit gehabt, wo er dann auf einem Bahnhof arbeitete. Und dort waren, wie das in der Nazi-Zeit war, aus verschiedensten Ländern Leute, die dort nicht in Konzentrationslagern und ähnlich, aber die doch zur Arbeit verpflichtet waren, aus Dänemark und anderen Ländern. Und ich empfand, dass dort der Seemann wieder herausschaute, ein Internationalist, der sich dann mit diesen Menschen verbunden hat. Sie waren 17 Jahre alt, als Sie zum letzten Aufgebot von Hitlers Deutschland einberufen wurden, Anfang 1945. Die Flakhelfer- und Volkssturmkinder-Jahrgänge. Der halbwüchsige Hans Modrow kam in sowjetische Gefangenschaft, wo er in einem Holzfällerlager arbeitete und auch eine Schule für antifaschistische Umerziehung besuchte. Rückkehr nach Deutschland zu einer Tante im Brandenburgischen im Jahre 1949. Die Zufälligkeiten, die deutsche Lebensläufe bestimmten. Keine westliche Gefangenschaft, sondern sowjetische.
kein westliches Umerziehungslager, sondern ein östliches. Warum sind Sie nicht Ihren Eltern und Geschwistern in die damals entstehende Bundesrepublik gefolgt? Es gab, als die Schule zu Ende war, ich habe sie sowohl in einem Halbjahreslehrgang absolviert und war dann auch ein halbes Jahr als Assistent in dieser Schule tätig. Und damit gab es auch Empfehlungen für das, was man nachfolgend tun soll. Ich habe jetzt in meinen eigenen Akten gelesen und festgestellt, Akten, die Sie vorher nicht sehen die konnten? Die ich vorher nicht sehen konnte. Aber Stasi-Akten? Nein, Akten, die im Zentralkomitee der SED lagen. Und jetzt ist waren Überraschungen für Sie drin? Nein, die einzige Überraschung ist, dass fast nichts drin war. Das ist die einzige. Und in dem russischen Text habe ich gelesen, es gab von der Antifa-Schule her die Empfehlung, dass ich als Jugendfunktionär tätig werden sollte und möglichst an der Jugendschule als Lehrer. Und mein Lehrer auf der Antifa-Schule hatte mir, man kann das, glaube ich, ruhig hier so offen sagen, zwei Hinweise gegeben. Den ersten, geh in einen Betrieb und arbeite, damit du das Leben kennenlernst. Und den zweiten, wenn du nach Hause kommst, sei vorsichtig mit den jungen Mädchen. Du kannst schnell vernascht werden. Ich habe den ersten befolgt und habe im Betrieb gearbeitet. Und heute denke ich manchmal den zweiten zu lange. Sie haben 1950 geheiratet. So ist es. Können Sie mir Ihre Nachkriegsideale benennen, Ihre Nachkriegserwartungen beschreiben, Herr Modrow? Sie müssen davon ausgehen, dass ich in die Gefangenschaft gegangen bin, unter Bedingungen beeinflusst zu sein, wirklich in diesen Volkssturm zu gehen, noch mit einer Überzeugung, sozusagen 5 Minuten nach 12, mit wirksam zu sein. Die Umstände, unter denen ich im Volkssturm die letzten Tage und Wochen des Krieges verbracht habe, sind vielleicht eigenartig, aber dem Mann, ich kenne seinen Namen nicht mehr, der damals für uns Verantwortung trug, muss ich bis heute dankbar sein. Denn in Wustrow auf Rügen gab er zunächst die Weisung, dass auch die letzte Waffe, die wir hatten, in den Gutsteich zu schmeißen war. Und erst dann ließ er uns sozusagen den Weg nach Hause antreten. Und wir wollten ihn auch zu Fuß von Rügen bis zu diesem Jasenitz gehen. Nun, Sie haben gesagt, ich kam in sowjetische Gefangenschaft. Und das war eigentlich zeitig, wo meine Ideale in eigenartiger Weise zusammenbrachen. Denn als wir von Stralsund den Weg bis Stargard gingen, da lief zunächst vor uns noch einer mit dem Ritterkreuz. Und wir, ein paar junge Burschen hinter ihm, wir trugen den Marmeladen- und den Honigeimer. Denn die hatten noch irgendwo was requiriert, wie man damals sagte, und wir hatten nichts. Ich habe genau einen solchen Eimer auch getragen, ungefähr zur selben Zeit, aber im Westen. Und wir hatten nichts. Und dort begriff ich, dass die einen sozusagen die Herren waren, die alle Kameradschaft, die man vorher prägte, mit einem Mal vergessen ließen. Und in der sowjetischen Gefangenschaft habe ich Menschen getroffen, die einen anderen Einfluss auf meine Entwicklung genommen haben. Und Sie sagen selber, die Antifa-Schule war es dann, die mir auch Ideale für die Zukunft gegeben hat. Als was galt Ihnen Stalin damals, als Sie 1949 zurückkamen nach Deutschland? Natürlich wie für uns junge Menschen alle als jener, der das Wort geprägt hat, die Hitler kommen und gehen, aber das deutsche Volk bleibt. Das ist eigentlich der Spruch, den ich am tiefsten in dieser Zeit aufgenommen habe, weil ich davon ausging, also unser Volk, wir Deutschen, wir haben eine Zukunft, wir haben eine Chance. Ich habe natürlich dann mit dem Studium zu Stalin und zu seinen Werken zunächst Empfindungen gehabt. Und wenn Sie so direkt fragen, ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Deutschen, die 1953 auch an der Bahre Stalins in Moskau vorbeigegangen sind. Denn ich habe zu der Zeit in Moskau auf der Schule studiert. Das war für uns alle auch so etwas wie eine Erschütterung. Und ich habe dann, als der 20. Parteitag der KPdSU war, auf dieser geheimen Sitzung unserer Partei damals den Vortrag, das Referat von Nikita Sergejewitsch Chruschtschow gehört. Und für mich ergab sich dann ein Bogen und eine Schlussfolgerung. Man muss sich mit einem Ideal verbinden, man soll mit einer Partei verbunden sein, aber man kann sich niemals an Menschen binden. Es gibt keine Götter.
Sie haben zunächst noch nach Rückkehr aus der Gefangenschaft als Maschinenschlosser in einem Großbetrieb am Rande Berlins gearbeitet, wurden dann aber bald, wie man es Ihnen auch anempfohlen hatte und wofür Sie Empfehlungen mitbekommen hatten, Jugendfunktionär, hauptberuflich und dann Parteifunktionär. Eine zügige Parteikarriere hat angefangen, immer unterbrochen durch Studium, teils in der Sowjetunion, schließlich den Doktorgrad in Ökonomie, 1966 an der Humboldt-Universität. Im Jahr 1973 wurden Sie erster Parteisekretär der SED im Bezirk Dresden, was in der Regel die letzte Stufe war vor dem Aufrücken zu den höchsten Weihen, da wo die Götter wohnen, von denen Sie sagen, Sie haben irgendwann begriffen, dass es sie nicht gibt. Aber da gab es einen Knick in der Karriere. Darauf komme ich noch. Zunächst will ich allgemeine Fragen an den Parteifunktionär Modrus stellen. Es war immer zu erkennen, behaupte ich, dass der weit überwiegende Teil der DDR-Bevölkerung in bekömmlicher Distanz zur herrschenden Lehre zu leben trachtete. Kein ausgesprochener Widerstand, schon gar keine Ablehnung der sozialpolitischen Maßnahmen, auch keineswegs eine vollständige Verneinung des eigenen Staates. Aber für die Ideologie doch nur Lippenbekenntnisse. Haben Sie, Herr Modrow, von einer bestimmten Zeit an diese für Sie bittere Einsicht in den großen Abstand zwischen ritualisierten Massenkundgebungen und wahrer Meinung der Volksmehrheit besessen? Haben Sie diese Einsicht in den Abstand besessen? Und wie wurden Sie damit innerlich fertig? Oder blieben Sie blind dafür? Nein, blind bin ich dafür nicht gewesen. Und Massenkundgebungen, Aufmärsche, die es gegeben hat in den letzten Jahren, waren für mich eine Situation, zu der ich persönlich keinen Zugang mehr gefunden habe. Das mag komisch klingen, denn ich habe sie ja selber als Jugendfunktionär erlebt und hatte auch Empfinden dafür, haben dass sie in für Dresden mich... Haben Sie auch abgenommen, die Vorbeimärsche? Ich habe am 1. Mai mit auf der Tribüne gestanden wie andere und habe mich nie so ganz wohl dabei gefühlt. Manche hat es mir, so war mein Empfinden, mitunter auch angesehen. Ich war immer etwas links bei diesen Situationen. Und nach Berlin bin ich, wenn es irgendwie ging, nicht gefahren. Und ich bin auch in Berlin nicht bei der letzten Fackelzugdemonstration gewesen. Einfach aus der Haltung, die ich dazu, und gute Freunde wissen, seit geraumer Zeit hatte. Bleibt die Frage, wie sind Sie innerlich damit fertig geworden? Dass, falls Sie es erkannt haben, Sie können ja sagen, ich habe es seinerzeit nicht erkannt. Wenn Sie es erkannt haben, wie sind Sie innerlich damit fertig geworden, dass die ideologische Basis Ihrer politischen Arbeit für die Mehrheit im Land nichts Wesentliches war? Um es sehr freundlich auszudrücken, es war später und immer zwischendurch auch schon nicht nur nichts Wesentliches, sondern es war etwas, was man ablehnte. Wie sind Sie innerlich damit fertig geworden? Ich muss ganz offen eingestehen, diese Phase hat natürlich bis in die 80er Jahre bei mir nicht eingesetzt. Sie haben das nicht erkannt? Ich habe erkannt, dass wir natürlich mit dem, was wir machen, nicht mehr erreichen, was wir wollen. Ich war aber noch der Überzeugung, dass wir selber etwas falsch machen, was man ändert. War immer der Meinung, besonders schon in den 70er Jahren, Weltanschauung kann man nicht wie Mathematik vermitteln. Habe besonders, wenn es um die Jugend ging, solche Begriffe gesetzt. Es ist einfach, jemanden zu überzeugen, von einem Trabant in den Wartburg umzusteigen und damit zufrieden zu sein. Aber es ist ganz schwer, jemanden eigentlich Ideale zu vermitteln. Und dass das bei mir lange gedauert hat, hat auch etwas damit zu tun, wie ich selber zu meinen Idealen gekommen bin und geglaubt habe, dass eigentlich die Jugend über bestimmte Wege doch wieder zu Idealen auch meiner Weltanschauung finden kann. Aber mit Perestroika habe ich begriffen, dass das, was wir unter Ideologie und ideologischer Arbeit verstehen, im Prinzip niemand mehr erreichen kann. Aber haben Sie die Hoffnung, dass mit Perestroika nicht die Ideologie, aber die Ideale neu begründet werden können? Ja, die Hoffnung hatte ich und mit der Hoffnung lebe ich auch.
Die Hoffnung haben Sie nach wie vor? Ja, denn sonst könnte ich kein Mitglied einer Partei des demokratischen Sozialismus sein. Was haben Sie sich gedacht bei dem Versuch der SED, wir haben den Punkt schon berührt, für die DDR eine eigene nationale Identität zu begründen? Da habe ich wirklich angenommen, dass sich insbesondere im kulturellen Bereich, im Leben der Menschen, in, bitteschön, auch dem Gefühl von Wärme und gegenseitiger Achtung doch so etwas liegt, was sich aufbauen lässt und was sich von der Ellbogengesellschaft, so sehe ich auch die kapitalistische Gesellschaft oder wie man heute sagt, die marktwirtschaftliche nach wie vor, dass sich darin doch aus dieser Sicht etwas aufbauen und gestalten lässt. Können Sie mir erklären, warum es zu diesem, nach den Anfangsdemonstrationen im vergangenen Herbst, von Dezember an starken Nationaleinfärbung der Demonstrationen in der DDR gekommen ist? Was ist Ihre Erklärung dafür? Ich möchte sagen, mit dem Ergebnis dieser Wahl fällt es noch schwerer, das eigentlich echt und in Tiefe zu begründen und auszuloten, weil wir eine recht unterschiedliche Situation innerhalb des Landes vom Süden über den mittleren Teil zum Norden haben. Es bleibt nach meiner Überzeugung ein Problem. Ich habe, es war Ende der 70er Jahre, die Frage aufgeworfen, dass es nötig ist, den Süden der DDR gründlicher in seiner Infrastruktur, in seiner Gesamtentwicklung zu analysieren, weil meine Erkenntnisse dahin gingen, dass wir eigentlich in diesem Teil die größte Produktivkraft besitzen, aber ihre Entwicklung am stärksten vernachlässigt wird. Und das lag das an den Hauptstadtwünschen Honeckers und des Politbüros? Das lag sowohl an den Hauptstadtwünschen, aber auch an einer bestimmten Situation, dass man ununterbrochen nur in eingefahrenen Gleisen diese Planwirtschaft weiter rechnete und nicht aus einer Analyse heraus zu Änderungen kam. Denn was ich erkannte war, und das waren auch Dinge, über die ich offen gesprochen habe, dass zum Beispiel im Süden, nehmen Sie die Situation in der gesundheitlichen Betreuung, in den Möglichkeiten des Einkaufes. Es war im Prinzip die gesamte Infrastruktur, alles, was man unter Dienstleistungen versteht, wesentlich unterentwickelt. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen aus dieser Sicht auch eine andere Reaktion haben als jene im Norden, wo ich nun wieder aus meiner Kindheit weiß, wie viel sich eigentlich mit den letzten 40 Jahren wesentlich stärker als im Süden des Landes sozial und für die Menschen selber in ihrem Zusammenleben geändert hat. Aber die nationalen Töne hat es am Ende vor der Wahl des 18. März auch in Mecklenburg gegeben. Ja, man sagt, alles kommt im Norden etwas später. Aber hier hat es nicht 50 Jahre gedauert diesmal. Hier hat es nicht genauso. Aber es schlug auch nach dem Norden durch. Warum? Und ich glaube, die junge Welt hat heute eine Überschrift, der ich mich anschließen kann. Die noch DDR hat sich für die D-Mark entschieden. Und hier, glaube ich, liegen eine Reihe von Quellen, die den Weg vom Süden zum Norden auch stark beeinflusst haben. Ein legitimer Wunsch der Menschen, besser zu leben als bisher. Aber ist es nur ein Etikett, dass Sie diesem legitimen Wunsch, besser zu leben, aufkleben, das nationale Etikett? Oder gibt es, außer dass dies ein Etikett auch ist für die materiellen Wünsche, gibt es offenbar ein ungebrochenes Nationalgefühl trotz aller sozialistischen Erziehung und trotz aller Europäisierung der Staaten in Europa? Ist im Grunde der Nationalismus mit allen Gefahren, die sich jetzt in Deutschland zeigt, noch nicht überwunden? Er ist nicht überwunden. Und ich könnte Ihnen das sagen aus einem Brief, den ich gestern Abend gelesen habe, der mich zunächst aus der Bundesrepublik erreicht hat, wo ich sehr beschimpft werde und wo mir jemand eine Karte der polnischen Grenze aus dem 14. Jahrhundert schickt und darauf verweist, Herr Modrow, das ist eigentlich die zu ziehende Grenze. Und ich glaube, solange es... Wo verläuft die? Und die verlief bei Ihnen, na, also das ganze Ostpreußen und das Pommern und ein Stückchen hinter
weit hinter der Neiße war sozusagen das, was damals Polen war. Aber worauf ich glaube, zurückkommen möchte, ist, was im nationalen Gefühl liegt, das muss man respektieren, denn wir sind eine Nation und eine Nation soll auch ihre nationale Identität haben. Was bedeutet Ihnen, ein Deutscher zu sein? Es bedeutet für mich, ein Deutscher zu sein, dem bewusst ist, dass er zu einer Nation gehört, die nicht nur Irrwege beschritten hat, wie es einmal Alexander Abusch in einem Buch beschrieben hat, sondern es ist auch eine Nation, die bedeutende Persönlichkeiten hervorgebracht hat und die nicht nur zwei Weltkriege ausgelöst hat. Und Deutscher zu sein bedeutet für mich heute deshalb vor allem, an jenem anzuknüpfen, was unserer Nation international Anerkennung und Ehre eingebracht hat und dafür Sorge zu tragen, dass jenes nicht wieder geschieht, was in diesem Jahrhundert zweimal Weltkriege ausgelöst hat. Wir haben vorhin schon gesprochen davon, ob Sie irgendwann einmal an einen Rückzug aus der Politik als Parteisekretär gedacht haben, nicht Rücktritt, Rückzug, um dann Botschafter in der Mongolei zu sein. Ich komme noch einmal darauf zurück. Haben Sie inzwischen seit der Wende gelegentlich bedauert, nicht radikale Konsequenzen aus Ihren Zweifeln gezogen zu haben? Ja, das habe ich. Und zugleich weiß ich, dass es viele andere gibt, die heute auch so denken. Ich habe unlängst auch von mehreren ehemaligen Mitgliedern des Zentralkomitees Briefe oder Worte gehört, die sagen, warum haben wir uns früher nicht auf das besonnen, und die nun bedauern, dass mit dieser Amtszeit, die ich als Ministerpräsident hier habe verantworten und durchstehen müssen, dass man nicht früher offen miteinander gesprochen hat. Erklären Sie es mir. Ganz schlicht und einfach, weil man nun heute begreift, dass es früher notwendig war, in Offenheit über Dinge zu sprechen, die mir verklauselt gesagt worden sind. Warum hat man es nicht getan? Man hat es nicht getan. Es gab keinen Genickschuss mehr. Es war kein Lebensrisiko damit verbunden. Warum hat man die Offenheit nicht aufgebracht? Sie lag ganz offensichtlich natürlich auch darin, dass der eigene Mut nicht ausreichte. Und sie lag auch darin, dass man andererseits glaubte, es kommt noch eine Zeit, wo ein solcher Mut gefragt sein wird, wenn mehrere, wenn eine ganze Gruppe dafür ist, in einen solchen Prozess zu gehen. Und wenn man dann keine Möglichkeit mehr hat, daran mitzuwirken, dann war es halt umsonst. Das war auch immer ein Stückchen die Entschuldigung, mit der man dann, bitteschön, auch ich selber gelebt hat. Ihr Parteileben aufs Ganze gesehen, war Ihre Treue zur einmal begonnenen Sache für Ihr Leben bestimmender als die Überzeugung von der Sache selber? Es gab die Phase, wo diese Dialektik auch manchmal in einem selber in den Widerspruch gekommen ist. Aber generell bin ich immer davon ausgegangen, das ist das Ideal deines Lebens, das ist die Hoffnung, mit der du lebst, und da wirst du verbunden bleiben. Was unterscheidet Sie heute noch von einem linken Sozialdemokraten, Herr Motor? Ich glaube, so weit, wenn er wirklich links steht, leben wir nicht auseinander. Ich hoffe, dass wir deshalb Chance und Gelegenheit haben, dass sich demokratische Sozialisten und Sozialdemokraten, die links stehen, auch miteinander finden zum Guten. Für eine demokratische Linke, die nicht nur in einem vereinigten Deutschland notwendig ist, sondern wie sich zeigt, die auch für Europa künftig bedeutsam sein kann. Wenn ich verfolge, was in Italien vor sich geht, wenn ich sehe, was in Polen sich vollzieht, dann glaube ich, ist das eine Frage, die für die Zukunft Bedeutsamkeit bekommen wird. Hans Modrows Karriereknick in Dresden. Was hat Sie nach Ihrer eigenen Einschätzung vor allem in Misskredit gebracht, in Honeckers Politbüro? Nun, wenn Sie so fragen, es hat keinen Sinn. Manchmal sieht es so aus, als sieht man seinen Weg als Leidensweg. Zwischen Honecker und mir lief eigentlich nach 1952 vieles nicht mehr. Aber das wären Einzelheiten, über die muss man hier nicht im Einzelnen sprechen. Was lief warum so früh schon nicht mehr?
so früh schon nicht mehr bei der Aufteilung der damaligen Länder. Ich war ja zu dem Zeitpunkt der Landesvorsitzende der FDJ in Mecklenburg, hatte ich ganz andere Personalvorstellungen über die Zusammensetzung der neuen Jugendsekretariate. Und sie stimmten mit Honecker nicht überein. Und frühmorgens bekam ich einen Anruf und 3 Stunden später war er in Schwerin, klärte mit Karl Mewes, dem damaligen Sekretär der SED, dass man das wohl so nicht halten könne. Die sowjetische Militäradministration hatte erst den Konzepten zugestimmt, die in meinem Kopf waren. Und ab da war ich eigentlich für Erich Honecker immer offensichtlich für eine Fraktionsmacherei reif. Und heute kann man es auch sagen. 1976, als dieser 9. Parteitag war, sagte der sowjetische Botschafter Abrasimov ständig zu mir und Genosse Modo, Sie werden im Politbüro sein. Und ich habe gesagt, Pjotr Andrejewitsch, je häufiger Sie das zu Herrn Honecker oder zu Genossen Honecker sagen, umso weniger wird es geschehen und es geschah auch nicht. Und in der Phase, wo ich als Leiter einer Abteilung im ZK arbeitete, gab es auch solche Dinge. Sie waren ZK-Sekretär für Agitation. Ich war der Leiter der Abteilung, der Sekretär war Lamberts. Lamberts war, ich weiß nicht, im Urlaub oder zur Kur oder im Ausland. Ich musste ihn in der Sitzung vertreten und Honecker hatte mir, Karl-Heinz Arnold schreibt das ja auch in den 100 Tagen, so ein wenig als Rückblick, eine Liste gegeben, wo drauf stand, welche Produkte kosten in der DDR was und was kostet in der Bundesrepublik wie viel. Darunter waren Kalbshaxen und Salami und die strich ich. In der Sitzung wurde ich befragt, wer das veranlasst hat. Ich habe gesagt, das war ich, weil ich der Meinung bin, das gehört nicht in einer Liste, wenn man es nicht im Laden kaufen kann. Worauf ich als Antwort bekam, du bist hier nicht bei Dubschek. Und damit war klar, dass auch eine Zeit einsetzte, wo man am Hofe, wie mir Lotte Ulbricht dann später mal sagte, nicht gefragt war. Ihr Urteil über Erich Honeckers Lebensleistung, Herr Motor? Ich möchte sagen, Erich Honecker ist für mich ein Menschenschicksal, wie es kaum tragischer sein kann. Ich habe Respekt vor dem Mann, der als Antifaschist gekämpft hat, der sein Leben eingesetzt hat. Ich habe ihn im Jugendverband kennengelernt und habe auch eine Phase gehabt, wo ich davon ausging, denn 1950 lernten wir uns direkt und unmittelbar kennen. Wir hatten Gespräche, wo er mit mir gesprochen hat, dass ich nach Mecklenburg als Vorsitzender des Jugendverbandes gehe. Das war eine Phase, wo ich ihn achtete und wo ich auch Vertrauen zu Honecker hatte. Und ich habe dann erkannt, dass er bei all seinen Reden, dem Volke nahe zu sein, es eigentlich wenig war. Und die Tragik, mit der wir jetzt umzugehen haben, ist eigentlich, dass wir es mit einem Menschen zu tun haben, der, wenn er zu sich selber findet, eigentlich sehen muss, aus einem Mann, den ich auch als Revolutionär in seiner Jugend akzeptiere, ist in Wirklichkeit jemand geworden, der sich von all dem selber gelöst hat, was scheinbar noch sein Ideal war. Ein ausgebautes Überwachungssystem durch den Staatssicherheitsdienst. Dennoch kann man den Eindruck haben, muss man ihn vielleicht haben, dass die Leute an der Spitze, in ihrer Mehrheit, die Leute im Politbüro, gar nicht wussten, wie die Stimmung im Land ist. Haben sich dieses Herrschaftswissen Honecker und Mielke vorbehalten oder hat es selbst Mielke nicht gewusst? Ist es auf der Etage darunter festgehalten worden, weil Majestät Sonne brauchte und man ihn also nicht betrüben wollte? War das Politbüro von einem bestimmten Zeitpunkt an, und wann war dieser Zeitpunkt, eine Art Bunker mit Bunkermentalität, die nicht mehr den Blick für die Realität erlaubt? Ich glaube, dieser Prozess setzte ein ab Mitte der 70er Jahre schon. Denn wenn ich heute verfolge, aus all den Unterlagen, die sichtbar machen, zu welchem Zeitpunkt setzte welche Isoliertheit, welche Art des Lebens ein, dann liegt es zu diesem Zeitpunkt. Und für mich selber ist eine Diskussion mit Sindermann dafür besonders typisch. Wir flogen zurück von Tokio, er als Präsident der Volkskammer, ich in seiner Begleitung als der Vorsitzende der Freundschaftsgruppe im Parlament DDR-Japan. Und es gab ein Gespräch über die Situation im Lande. Und ich sagte offen, dass sie nicht gut sei. Und das konkrete Thema war die Brotversorgung und die Brotfabriken.
die nun wirklich in ihren Ausrüstungen tüchtig am Ende waren. Und sein Ideal war sozusagen die sogenannte Kaufhallenbäckerei, die nun ein paar frische Brötchen am frühen Morgen geben sollte. Und als ich im Februar 1989 bei einer sehr scharfen, kritischen Auseinandersetzung zu mir und zur Arbeit in Dresden saß, war es Sindermann, der gesagt hat, ich sei ein Skeptizist. Und offensichtlich war das das Ergebnis einer Wahrheit, über die man gesprochen hat. Man wurde zum Skeptizisten. Und was mich persönlich am tiefsten berührte, ich weiß, Sindermann war in der Arbeiterbewegung in Dresden und er hatte viele Weggefährten, die dort noch heute leben. Und wie es so war, sie waren der Meinung, dem Horst kann man es schon offen sagen. Und in dieser Sitzung des Politbüros war dann seine zweite Schlussfolgerung und dein Skeptizismus hat sich selbst auf die Alten übertragen. Denn wenn man mit ihnen spricht, dann teilen sie einem nur solche Probleme mit. Sie sind ganz offenbar kein Zyniker. Was hat Sie davon abgehalten, in diesem Leben, das Sie geführt haben, ein Zyniker zu werden? Vielleicht auch Charaktereigenschaften, über die man eigentlich schwer sprechen kann oder mit sich selber seine Probleme hat. Aber vor allem das Verhältnis zu Menschen war bei mir stets so, dass ich davon ausgegangen bin, dort, wo man zynisch wird, verliert man vor allem an sich selber etwas. Und das ist es, was ich eigentlich nie wollte. Ich wollte eigentlich mit Menschen so zusammenleben können, dass man sich gegenseitig achtet. Wenn ich andere achte, muss man sich so benehmen, dass man auch selber in Achtung bleiben kann. Erlauben Sie mir eine letzte Frage. Im Lauf des Lebens büßt man so manches Ideal ein. Wir haben davon gesprochen. Der Verlust welches Ideals schmerzt Sie am meisten? Das ist eine ganz, ganz schwere Frage, weil vieles dabei ist. Aber am meisten bewegt mich und ich hoffe, dass wir hier noch mal etwas zurückholen können. Dass Menschen, die eigentlich, so wie ich, geglaubt haben, dass man etwas Gutes tun kann, dass man mit dem, was man bewirkt, vor allem Menschen etwas geben kann. Und ich will ganz offen sagen, ich bin Atheist und habe in der letzten Zeit eines immer wieder tief empfunden. Und ich habe auch offen mit Männern der Kirche darüber gesprochen. Die Kirche existiert seit 2000 Jahren und sie hatte immer das Ziel, den guten Menschen. Und ich habe mein Leben und mein Ideal eigentlich darin auch gesehen, mit dazu beizutragen, dass Menschen mit Ehrlichkeit, mit all dem leben, lassen wir es mal bei dem, was auch in den 10 Geboten der Kirche steht. Und wenn ich heute empfinde, dass Menschen so schwer zur Versöhnung finden, so schwer es haben, auch Menschen, die schuldig geworden sind, am Ende doch irgendwo so etwas wie Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen, dann ist es das, was mich gegenwärtig am meisten bewegt. Und dann ist es jenes, wofür ich doch auch bitte mit den Männern der Kirche und mit allen, die in dieser Richtung Gutes tun wollen, mich weiter verbinden möchte.